Ja, da wären wir wieder ähnlich. Und heute machen wir etwas ganz Spezielles, was man normalerweise der Beiz isst, unter Foie Gras. Foie Gras, Gänseleber. Gänseleber sind oft gestopft. Das ist nicht immer toll, da muss man sehr gut darauf achten, dass man die normalen nimmt. Die sind halt ja relativ klein, so 120 Gramm. Die gestopften kommen fast auf ein Kilo, also 800 Gramm. Aber was man oft vergisst, jedes Tier hat eine Leber. Oder Mensch, logischerweise. Und das findet man sehr oft in der Gefrierabteilung, ist, dass da hier Bullenleber, Bullenleberli, etwas, was man nicht so kennt und man nicht so oft braucht für Leberterrine oder sogenannte Foie Gras. Wir machen heute einen Foie Gras mit einer Bullenleber. Und was gehört in die Foie Gras? Es ist relativ etwas Mastiges und Fettiges, also nichts für Diätkosten. Wir haben Butter, und zwar wir brauchen auf 300 Gramm Leber, die putzen wir dann schön. Wir brauchen noch etwa 200-250 Gramm, lieber etwas mehr als weniger Anken. Es braucht ein bisschen Rahm, um sie drinnen zu blanchieren. Wir brauchen ein bisschen Salz, wir brauchen unseren geilen Pfeffer und eine Zitrone, Bio, ein bisschen drinnen schaben. Und sehr gut ist Cognac oder Grappa kann man brauchen oder schon lange nicht gebraucht, recht staubig geworden. Wie eine ganz coole alte Bordwisch. Das gibt der Leber einen super Geschmack. Lass uns anfangen und natürlich Kräutli, frische Kräutli. Fangen wir an. Wir nehmen unsere Leber, die natürlich aufgefroren sind. Die finden wir heute fast nur noch gefroren. Leider und nicht mehr frisch, aber es ist egal, es kommt nicht so drauf ab. Also, dann tun wir die mal aufmachen. Aufschneiden und rausnehmen. Die sehen so aus natürlich, die Leberli haben da hier, sehen wir es schön, hat sie in der Mitte ein bisschen Sehnen und die Sachen, die man rausschneiden will, dass es ein bisschen feiner ist. Ich tue nicht so pinkelig putzen, indem ich wirklich alles gerade wegnehme, sondern ich tue nur die Sachen rausschneiden, die nicht so schön sind. Also das Weisse, die weissen Sehnen, das Zeug, das tun wir wegnehmen, das stört mich eigentlich, ob schon sie nachher püriert wird. Tun wir sie mal alle schön putzen. Also meine Mutter würde jetzt hier alle Häutchen schön auseinanderputzen. Das mache ich nicht. Keine Zeit, keine Lust. Und wenn es püriert ist, kannst du mir sagen, was du willst. Es ändert gar nichts. Ma che belle. Ah, Leber. Ah. Alle die es nicht kennen, sagen, oh, grusig Leber. Nein, die haben es noch nie gehabt und vor allem noch nie von mir. Und das ist etwas vom Feinsten, was es gibt. Wir essen die natürlich nicht im Stück, die viele, die 200 Gramm so quasi. 250 Gramm Anken mit diesen 300 Gramm Leber, die essen wir sukzessiv langsam. Je länger im Kühlschrank, desto besser wird sie. Das heisst, eigentlich einen Tag müssen wir sie sowieso lassen im Kühlschrank. Und noch besser ist sie am zweiten und am dritten Tag. Darum überessen dich ja nicht beim ersten Mal. Jetzt tun wir unsere Leber in eine Pfanne rein. Natürlich nur das, was geputzt wurde. So. Alles rein, das nehmen wir raus hier. Ja. Das nehmen wir auch noch raus hier. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir hier unsere Leber langsam köcheln, nicht auf dem Maximum, sonst brennt sie an. Und dass wir sie zudecken mit ein bisschen Rahm. Also nicht allzu viel, da muss man eigentlich auch nicht abwägen. Das ist nicht notwendig, klar braucht es eigentlich für das nicht. Einfach, dass es schön unter Wasser ist. Oder so quasi unter Rahmen. Dann nehmen wir mal hier an und schauen mal, wie das aussieht auf dem Sydney, wenn wir wieder abschalten. Packen wir hier unsere Kräutchen mal alle zusammen, ob schon das Zeug gemixt wird. Wir müssen gleich mal fein durchhacken. Ma che buon odore. Cosa fai? So, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt fängt es schon an zu köcheln. Das sehen wir hier schön. Immer schön rühren, ein bisschen abschalten. Abstellen, dass es nicht anbrennt. Dann eine Prise Salz. Sale. Und natürlich, ha, muss gar nicht mehr sagen, Pepe. Geil, Pepe. Jetzt tun wir auch schon unsere Kräutchen rein hier. Das ist schön mitköcherlet.
dann natürlich kennt ihr von mir Zitronella. Immer Bio. Wichtig will, dass man, wenn man hier, wir ein bisschen von dieser Schildtier-Frieraffle. Ah, geil. Man sieht, man zieht jetzt so schön, ganz schön eigentlich ein, hier der Rahmen. Es verdunstet auch ein bisschen, wir weiter köcheln, bis das Leber schön dünn ist, etwa 10 Minuten. Was wir ganz am Schluss drin tun, ist der Portwein. Das ist natürlich nicht verdunstet und nachher nicht mehr schmeckt. Für den ersten, nachdem der Anker schon drin war. Dass es wirklich ein Geschmäckli hat, aber nicht allzu viel. Etwa einen Esslöffel. So, jetzt haben wir schon genug lang geköchelt. Jetzt ist nicht mehr blutig, auch nicht hart. Das ist auch noch wichtig, dass es nicht hart wird. Jetzt nehmen wir das hier mal rausnehmen. Brrrr. Voilà. In eine Schüssel tun, in ein Gefäß, das man gut mixen kann. Dann haben wir hier unsere 250 Gramm Anke. Boah, lieber zu viel als zu wenig, was schon ein bisschen warm ist. Also nicht direkt aus dem Kühlschrank, sondern es vergeht schon. Man sieht, man kann es schön verdrücken. He? Ganz weich. Das tun wir jetzt gerade da rein. Dann kann sich das hier ein bisschen auflösen. Den Trank ein bisschen auflösen. Mit der Wärme, die vorhanden ist, kann er sich schön schmelzen. Ah, geil, fettig, fettig wie verrückt. Schön möchte machen, also richtig Patte. Dann würden wir jetzt ein Sünzli machen, Wasser drüber, nochmal ein Sünzli, ein Salbeiblatt drin. Dann sieht es wunderschön aus. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Weiss, ich wollte das Ganze in ein Löffelwerk tun, schneller gemacht, als wir vorher machen. Mit so einem Löffel hier über die Patte dann flach drücken. Und dann hat sie ganz eine schöne Form, wie der Beiz, aber einfach besser. Rein ins Töpperwehr. Das gibt jetzt gerade ein schönes, grosses Töpperwehr voll mit 250 Gramm Anken, mit 300 Gramm Leber und nicht vergessen, ein bisschen Zitronella. Zitronella. Und Pipi. Nochmal hier drüber. Zack. Voilà. Das Ganze geht jetzt mindestens 3 Stunden. Am besten über Nacht. Jetzt machen wir es 3 Stunden im Kühlschrank. Jetzt werden wir fertig, richten wir das Teller schön an, holen wir unser Töpperwehr aus dem Kühlschrank. So sieht unsere Patte aus. Das heisst, sie ist dick geworden. Gehen wir hier unsere Patte rein. Foie gras, schön luftig, wie eine Schokocreme. Fantastisch. Und da rein. Dann tun wir es und Stampferli stampfen. Schön abstampfen. Genau. Und weil es klebt, tun wir das noch schnell mit warmem Wasser abwaschen. Warmes Wasser und tun es gerade noch mal abstampfen. Voilà. So sieht unser Terrain aus. Schön, ne? So, jetzt. Was wir nehmen, ist ein kleines Löffel Preiselbeere.
Preiselbeere. Die nehmen wir oben drauf. Natürlich selber gemacht. Dann nehmen wir noch nicht selber gemacht, aber ein paar Perlen in Basilico. Also Basilikumperlen, das sind ein bisschen wie Kaviar. So. Dann natürlich Pepe, logischerweise. Pfefferfeld ist nicht mehr gut. Eine kleine Spritze Olivenöl, wenn es nicht schon genug Anker hätte. Voilà. Jetzt fehlt nur noch etwas Grünes. Etwas Grünes fehlt. Hier haben wir etwas ganz Schönes gehabt. Das hat meine Tochter heute in der Schule gemacht. Ein cooler Hase mit ganz geilen Haaren. Und die Haare sind ausgerissen. Und das werden wir jetzt gerade brauchen. Nehmen wir gerade ein bisschen Kressach hier ab. Frischen Kressach, fantastisch. Und legen ihn hier schön oben drauf. Und unser Teller ist jetzt schön fertig. Voilà!